ich mich erinnern kann, enthält sie nur ein paar Kleinigkeiten und eine alte Kamera. Aber wo habe ich früher den Schlüssel aufbewahrt? Ich werde mich im Zimmer umsehen. Er muss hier irgendwo sein. Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Eine alte Fotosammlung. Ich möchte nicht an die Zeiten erinnert werden. Ich lasse sie in Ruhe. Verzeih mir, Catherine. Davor hat Catherine jeden Morgen ihr wunderschönes Haar gebürstet. Es ist besser, den Erinnerungen nicht nachzuhängen. Ich möchte mich jetzt nicht ausruhen. Nächtliche Silhouette unseres Schlosses. Williams Porträt meiner geliebten Catherine. Sie starb bei diesem furchtbaren Brand. Und es war meine Schuld. Das werde ich mir nie verzeihen können. Eine Zeichnung des Anwesens der Familie Gordon in Wales. William hat sie als junger Mann angefertigt, als er dort war. Altes Gemälde. Ich weiß nicht, wer der Maler war. Das Heilige Kreuz. Es ist kalt hier. Ich werde Bates sagen, er soll den Kamin anzünden. Sehen. Er ist zu hoch. Früher war ein Kinderzimmer dahinter. Jetzt sind es nur noch nackte Wände. Es hat keinen Sinn, dorthin zu gehen. Ist im Gemeinschaftsraum. William hat oft hier gesessen und in der Zeitung gelesen, aber das ist schon sehr lange her. Ich freue mich über Ihre Rückkehr, Sir. Wir haben Ihr Zimmer nicht angerührt. Es ist alles so geblieben wie damals, als Sie weggingen. Sehr schön, danke. Falls aufgeräumt werden sollte oder sonst irgendetwas, sagen Sie es mir einfach. Das wird nicht nötig sein. Alles ging so schnell. Ich hatte keine Zeit, meinen Besuch anzukündigen. Es wäre mir eine Freude, Ihnen wie auch immer zu helfen. Danke, ich komme zurecht. Brauchen Sie sonst noch etwas, Sir? Bates, können Sie bitte den Kamin in meinem Zimmer anzünden? Es ist recht kalt dort. Oh, entschuldigen Sie diesen alten Butler, Sir.
Das hatte ich völlig vergessen. Ich zünde Ihnen gern den Kamin an. Und wenn das Zimmer gründlich gereinigt werden soll, sagen Sie es bitte. Es stand über 12 Jahre lang leer und ein oberflächliches Aufräumen genügt nicht. Nein, das Zimmer ist in Ordnung. Danke. Gern geschehen, Sir. Ich habe mit Robert gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass es ihm nicht sehr gut geht. Das liegt vermutlich an seinen Verpflichtungen in Ashbury. In letzter Zeit kommt er mir oft erschöpft vor. Er verbringt immer mehr Zeit mit seiner Arbeit. Oft bleibt er sogar über Nacht dort. Wenn er abends heimkommt, sperrt er sich in sein Arbeitszimmer ein und arbeitet bis spät in die Nacht. Er lässt nicht einmal mich herein. Vermutlich will er einfach nicht gestört werden. Vielleicht, aber das hat er früher nicht getan. Ich spreche nochmal mit ihm. In Ordnung, Sir. Ich habe den Eindruck, dass sich hier seit meinem Weggang nichts verändert hat. So viele Jahre sind vergangen, aber es kommt mir vor, als wäre es erst einen Monat her. Die gleiche Landschaft, das gleiche Wetter, als ob die Zeit an diesem Ort stehen geblieben wäre. Sir, in Ihrer Abwesenheit hat sich vieles verändert. Glauben Sie mir, nichts ist so, wie es war. Wir alle werden alt und alles um uns herum ebenfalls. Ich bin seit meiner Jugend hier im Dienst und ich weiß sehr gut, wie man sich durch diesen Ort verändert. Während der letzten Monate ist es Tag für Tag schlimmer geworden. Es war, als ob das Dunkel in den alten Mauern dieses Schlosses allmählich von uns Besitz ergreifen würde. Vielleicht haben Sie recht. Auch ich fühle mich nicht gerade wohl innerhalb dieser Mauern. Sie wecken in mir Erinnerungen, die ich lieber vergessen wollte. Sie haben etwas Seltsames und Finsteres an sich. Und diese trostlose Stille. Geht's Ihnen ganz bestimmt gut, Bates? Sie wissen, dass Sie sich jederzeit ausruhen können. Danke, Sir. Ich glaube, es wird schon. Bates, sagen Sie, ist der alte Teil des Schlosses noch sicher? Ich würde gerne die Ruine untersuchen. Als Junge habe ich dort gespielt. Aber, Sir, schon damals war es dort nicht ungefährlich. Ja, Sie haben recht. Victoria hat mich immer ausgeschimpft, wenn sie mich dort erwischte. Sie hat mir so richtig die Leviten gelesen. Das war auch gerechtfertigt. Diese alten Mauern bleiben nur noch durch das eigene Gewicht stehen. Es ist bestimmt keine gute Idee, sich dort aufzuhalten. Nicht einmal wenige Momente lang, Sir. Gehen Sie bitte das Risiko nicht ein. Beruhigen Sie sich, Bates. Ich war bloß neugierig. Ich habe nicht vor, dorthin zu gehen. In Ordnung, Sir. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Dieser Bücherschrank ist voller alter, staubiger Bücher. Ich glaube, nicht eines davon würde mich interessieren. Alte Bücher und Dokumente. Wahrscheinlich sind sie von dem Haufen auf dem Stuhl heruntergefallen. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Es geht um William. Ich weiß, dass Sie nicht nur sein Arzt, sondern auch sein Freund waren. Ja, das gilt für Ihre ganze Familie. Was haben Sie denn auf dem Herzen, Gordon? Ihnen ist wohl klar, dass dies kein angemessener Zeitpunkt ist, um über William zu sprechen. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Nun, es ist in der Tat seltsam. Wie sollte es nur passiert sein? Und diese Verbrennungen? Was für Verbrennungen? Zahlreiche tiefe Verbrennungen. Ich habe keine Ahnung, woher sie stammen. Reden Sie weiter. Nicht jetzt, Mr. Gordon. Ich möchte heute wirklich nicht mehr darüber reden. Kommen Sie morgen wieder, dann erzähle ich Ihnen gerne alles. Also gut, dann erwarten Sie morgen meinen Besuch. Ich werde bestimmt kommen. Dr. Herman weiß etwas Wichtiges. Ich muss morgen mit ihm sprechen. Jeremy Gordon,
unserem Gut. Der könnte sich als nützlich erweisen. Den nehme ich mit. Die Statue hält etwas Seltsames in der Hand. Es scheint eine Art Schlüssel zu sein oder ein Amulett. Williams Schreibtisch. Er verbrachte früher unzählige Stunden davor. Die Chronik von Schloss Wormhill. Die Pfarrkirche existiert schon sehr, sehr lange. Schon unsere ältesten Bücher und Aufzeichnungen erzählen von ihr. Nur die Mauern unseres Schlosses erinnern sich an ihre Erbauung. Marcus Gordon ließ die Kirche vor so langer Zeit erbauen, dass das genaue Datum im Nebel der Vergangenheit verloren ist. Folglich kann das tatsächliche Alter des Gebäudes nur geschätzt werden, da es in der Vergangenheit keine genauen Aufzeichnungen gab. Nach Meinung angesehener Historiker wurde die Kirche um das Jahr 1215 herum errichtet. Man glaubt, dass Marcus die Kirche auf einer heidnischen Stätte erbauen ließ, an der im Wandel der Zeiten viele unschuldige Menschen gestorben sind. Es gibt jedoch keine entsprechenden Aufzeichnungen. In den Büchern, die mir im Schloss und Pfarrhaus zur Verfügung stehen, wird davon auch nichts erwähnt. Vom historischen Standpunkt her ist dies also bloß eine Annahme. Wahrscheinlich eine von vielen erfundenen Legenden, wie sie in diesem Teil des Landes kursieren. Eines ist jedoch gewiss, in diesem Zeitalter entstand die Akademie von Black Mirror. Wie bei der Kirche von Wormhill war Marcus für die Entstehung des imposanten Gebäudes verantwortlich. Die neue Akademie mit ihrer riesigen Bibliothek sollte als Wissenszentrum für das Volk dienen. Außerdem war sie ein sicherer Aufbewahrungsort für die Chronik der Familie Gordon, die auf Anweisung von Marcus von den Gelehrten behütet werden sollte. In diesem Punkt jedoch meinte es das Schicksal mit Marcus nicht gut. Nach seinem Tode brach ca. 1512 ein Brand in der Akademie aus. Trotz der beherzten Rettungsversuche der Bewohner, die zum Schloss eilten, um die Flammen zu bekämpfen, brannte die Akademie bis auf die Grundmauern nieder. Als ersichtlich wurde, dass das Gebäude nicht mehr zu retten war, versuchte man die Aufzeichnungen zu bergen. Nicht jeder war bereit, sein Leben in der tödlichen Hitze zu riskieren, nur um Papiere und Bücher zu retten. Aber hätte es nicht einige mutige Menschen gegeben, wüssten wir heute nicht, wer Marcus Gordon gewesen ist. Und die Geschichte des Black Mirror Schlosses wäre verloren gegangen, denn ein Großteil der Chroniken fiel den Flammen zum Opfer. Bei dem Brand starb Garmore Gordon im Alter von 45 Jahren. Sein Mut wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben. Vom Personal der Akademie blieb niemand am Leben, der sich um die Aufzeichnungen und alten Bücher, welche das Feuer überdauert hatten, hätte kümmern können. Folglich wurden die verbliebenen Bände der Gemeinde von Wormhill übergeben in die Obhut von Pater Matthias. Bis zu seinem Tode im Jahre 1543 bewahrte Pater Matthias die historischen Schätze sorgfältig auf. Diesem heiligen Mann verdankt die Familie von Garmore Gordon die Erhaltung der Chroniken und der alten Aufzeichnungen. Seit dieser Zeit wird die Chronik der Familie Gordon über die Jahrzehnte an die Nachkommen von Pater Matthias weitergereicht. Bis heute. Zur Unterschrift gegeben von Jeremy Gordon im Jahre des Herrn 1632.